Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer seit längerem mal wieder neuen Folge New Star Manager hier bei Fini Zockt. Wir sind immer noch in der Karriere mit der SG Rorschach, wenn ich mich nicht täusche, ich habe jetzt auch schon Monate nicht mehr gespielt. Wir schauen nochmal, Übersicht. SG Rorschach, Pravda Arena, passt alles, letzte Zuschauerzahl 1460. Okay, nächstes ist das Interview, mal gucken wie lange die Folge hier geht. Wahrscheinlich so lange wie ich Bock habe, also ich tippe mal so 20 Minuten. Ich habe zwar Glück gehabt, ich habe keine Ahnung, was wir im letzten Spiel gemacht haben. Ich klicke zum Öffnen. Passt. Dreimal Energie. Finde ich super. Okay. Ein Scout und noch mal Energie. Gehen wir gleich in Mitarbeiter. Karten. Und dann Scout. Der Herr Hämmerli. Fertigkeit gibt es auch noch. Hierher. Sehr schön, neu, nicht neu, sondern nächstes Spiel. Hornbostel, ja, soll mir recht sein. Den hier. Ja. Perfekt. Trikots passen, glaube ich, soweit in Blau gegen Rosa-Weiß. Abspielen, los geht's. Rein hier, halt. Bei der Gelegenheit machen wir gleich mal noch leiser. Vergessen. Nee. Machen wir weiter. 20 Minuten. Die SG Rorschach bringt den Ball in Richtung Tor. Wir machen mal hier rüber. Ne, nicht wir machen. Nicht wir machen auf der Toilette. Mal diesen hier. Und dann eine von den Krummen. Neuversuch. Okay. Das geht definitiv besser. Kollege Jeckel. Ist ein Säckel, so wie ich das sehe. Ball vergurkt. Der nächste hat auch einen Ball vergurkt. Der ist weg. Was ein Käse. Aber die SG Rorschach ist schon wieder im Angriffsmodus. Was mir persönlich sehr gefällt. Nee, nee, nee. Schon wieder weg. Gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Stopp. Hierhin gespielt. Schaffen wir das mit der Drehung? Nö. Warum auch? Jetzt aber wieder abgegrätscht, spielen wir nach hier außen. Und der hier in die Mitte. Und ein Schuss, jawohl, 1 zum Rorschach, der hat gesessen und gepasst. Einwandfrei, auch geht schon wieder weiter hier mit Angriff, ja. Nichts dagegen, nie haben wir nie irgendwas gegen Angriff. Angriff ist nämlich die beste Verteidigung. So, und was gibt das hier? Nichts Gutes. So wie ich das sehe, Jeckel schon wieder am Ball. Hier rüber. Stopp, halt. Keinen Schritt weiter. Nein, das war zu früh abgespielt. Hätte ich noch ein wenig halten müssen. Der ist jetzt natürlich weg. Was frage ich überhaupt? Hier ist Pause, wir machen weiter. Ohne große Probleme. Ach, da sind wir schon wieder. Da richte ich mir einmal mein Headset und dann stürmen wir schon wieder in Richtung Kasten. Da kommen wir hin, auch ohne dass ich lenke. Ein strammen Schuss und 0 zu 2. Meppen liegt jetzt deutlich hinten. Und wir versuchen gleich den nächsten Gegenangriff. Das war reine Dummheit, was ich hier gespielt habe. Habe ich jetzt davon, Ball ist weg. So, sollen wir den Spieler auswechseln? Ja, könnten wir langsam machen. Und zwar den Torwart. Für ihn kommt Sezen. Stalder kommt raus. Und Jeckel kommt rein. Hier kommt die Steen. Okay. Abspielen. Machen wir. Und die SG Rorschach ist schon wieder im Angriffsmodus. Wie vom Co-Trainer freundlicherweise announced. Also, wieso sage ich schon announced? Warum? Wieso? Weshalb? Wenn ich frage, bleibt dumm. Hey. Da muss ich mal dringend bremsen, okay. Wieso ist der Ball weg? Der hat nicht weg zu sein. Da hat er anders seine Lautsche reinzuheben. So, jetzt aber. Hier in den Lauf. Und einen Schuss. Ah, gehalten. Gehalten, gehalten, gehalten. Die Chance zu Meppen. Und das 1 zu 2 in der 82. Minute. Jetzt ist sie schon wieder runtergekommen. Aber auch das ist wieder der Endstand.
Dusel, Dusel, Dusel. Fortfahren. Erster 8 Punkte Vorsprung. Okay. Jawohl. Fahren wir. Tipp. Ha. Soll mir recht sein. Nachrichten. Nur noch ein Vertrag über 10 Spiele. Ist mir ziemlich egal. Wie schaut's hier aus? Nächste Stufe. Können wir da noch was? Neu. Können wir vermutlich nicht. Hier 60.000. Haben nicht genügend Geld. Spielen. Gegen Sonnenhof Groß Asbach, diese 12. Das sollten wir hinkriegen. Perfekt. Passt. Einwandfrei. Los geht's und Herzog spielt gleich mal nach vorne. Diesmal sind wir in Türkis unterwegs hier. Fröhlich. Singt die Nachtigall? Nein. Okay, abgespielt. Kein Abseits. Und besser ist für Blau wie Rot. Jawohl. 1:0 Roscher. Der FC gnadenlos. Nächster Freistoß. Gut gehalten vom Torwart. Es war nicht einfach. Okay. Flanke rein. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund. Könnte Rahn schießen. Rahn schießt gehalten. Nein, wir sind auch hier nicht im WM-Finale 54, sondern im Spiel gegen die Sonnenhof Großasbach. Und der ist weg. Der Ball ist weg. Nochmal umentschieden, den hier zu nehmen. Oh, das war aber ein Risky Pass. Und noch so ein Risky Pass, das war faul. Hallo, Freistoß. Schiri. Tomaten auf den Augen oder was? Nun pfeift doch, Mensch. Ja, das war jetzt aber auch dumm gespielt. Okay. Nochmal Ecke. Diesmal nicht ganz so steil, beschlagen sie etwas dichter rein. Lösli nimmt den Ball, okay. Schiedsrichter hat irgendwas gesehen. Gelbe Karte für Sünay. Und freie Bahn für Rorschach. Freie Bahn für Freibürger. Ne, so ähnlich. Noch einmal. Gewinn den Ball und können durchbrechen. Wo können wir denn hier bitte durchbrechen? Der war doch abgegrätscht, Mann. Rorschach wird von den Fans abgefeiert. Ja, das hoffe ich doch mal stark. Spielen schließlich zu Hause. Ja, klar, ist ein Foul. Wollte mich verkackeiern. Pause. Taktik. Karten. Kabinansprache. Also, mehr von uns sehen. Tempo vorbeikommen. Flachspielen einfach gestalten. Ran. Okay. Halbzeit steht noch dort, ja, von mir aus. Chance für Rorschach, um weiterzukommen. Hoffe ich doch. Jetzt ist es kein Abseits von dem Kollegen hier. Jawohl, das war gut gespielt. Nach hinten abgelegt. Schuss. Jawohl, 2:0. Tauber war's. Und wird dann wechseln. Oder schon viel zu spät. 2:0 gewinnen wir hier gegen Sonnenhof Großasbach. Interview. Drei. Oh, 5. Okay. Wieder Zufriedenheit. Besser wie Energieverlust. Sorgt sich wegen seiner Entwicklung. Ich habe noch ein Manager-Treffen. Im Gepäck. Spiel gegen Unterhaching. Achter. Machen wir Assistentenvorschlag. 14 dieser Art, da können wir mal fröhlich verteilen gehen. Ja, da noch irgendwer. Der was braucht. McNiven. Dem reicht aber auch so eine. Assistentenvorschlag. Kallmann, wer ist Kallmann? Haben wir irgendwo Kallmann der Schaltaufstellung? Nö, da ist es mir auch egal. Machen wir in Rot gegen Türkis Weiß. Das hatten wir eben schon mal, nur dass da noch Schwarz dabei war. Und Rorschach im Angriffsmodus. Ball wäre fast weg gewesen. Aber nur fast. So, hier bei strömendem Regen in München. Und jetzt nochmal zurückgespielt. Der Keeper will halten. Hält aber nicht. 0:1.
Rorschach in Front und Tauber hat eingelocht. Für die Gäste aus der Nordschweiz, beziehungsweise vom Bodensee. Nochmal Schuss. Gehalten. Der Winkel war aber auch etwas arg spitz. Perfekter Pass. Und gnadenlos. Jawohl. Perfekt. Einwandfrei. 0 zu 2. Es gibt gleich hier den nächsten. Das nenne ich mal hervorragend. Und jetzt ist Pause. Taktik, Karten. Machen wir mal so. Ich hoffe, man hört meinen kleinen Bruder im Hintergrund nicht. Er schreit nämlich. Ansonsten klappt das. So. Nein, wir wollen kein Spiel auswechseln. Ich habe hier gerade Energy Drinks verteilt, Kollege. Da wechsle ich nicht mehr. So. Schaffen wir das? Ja, der ist da. Der ist dran. Der schießt. Gehalten. Ja, was drehe ich denn den ollen Ball auch an? Ich nuschel. So. Warum spiele ich den so weit? Ja, der ist weg. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Einen frei. Roller hat das abgekommen. Ja, ist klar. Rechtes Mittelfeld. Essig ist genau da. Fortsetzen. Okay, weiter geht's. Ein Auswechselspieler und ein Freistoß. Für Rorschach. Und der ist zu weit in der Mitte gewesen zum Andrehen hier. Das wird nix, aber wir haben nochmal Angriffsmodus. Könnte also noch ein drittes Tor geben. Eventuell. Bei näherer Betrachtung. Erhalten. Flanke. Oh, die kommt aber hoch hier rein. Ja, was köpfe ich Rindvieh dem den Ball auch da genau in die Arme? Fortfahren. Fortfahren, fortfahren, fortfahren. Karten. Fortfahren. So. Die Ziele gucken wir uns an. Macht mal. Alles erreicht. Einwandfrei. So. Gut, liebe Freunde. In der nächsten Folge geht es hier nochmal weiter. Es gibt noch eine nächste. Bis denne. Tschö.